Bei dem 911 GT2 haben wir das ganz bewusst in die Richtung getrieben. Ich wollte möglichst großen Lader haben auf dem Auto. Ich wollte möglichst wenig diesen geglätteten Turbo-Effekt, dass du da also so eine Drehmomentkurve hast wie Eos Rock. Also bei ganz niedrigen Drehzahlen schon konstant hoch und es bleibt dann über die Drehzahl. Es ist zwar toll, aber es ist langweilig. Ich finde, mit steigender Drehzahl muss die Leistung auch entsprechend steigen. Und ein Turbomotor ist auch nicht unbedingt super drehfreudig meistens. Auch das wollte ich haben, dass der echt oben raus so richtig an den Begrenzer ran explodiert. Also so ein bisschen wie so ein 935er Turbo aus Rennauto aus den 80ern. So wollte ich auch, dass er klingt. Also das ganze Team wollte da schon einen ganz gehörigen Abstand schaffen im Erleben gegenüber dem Turboaggregat aus dem 911 Turbo. In einem GT2 RS erwarte ich ein bisschen mehr. Da brauche ich ein anderes Vibe dahinter, da brauche ich ein bisschen mehr Leben, da brauche ich ein bisschen mehr Vibrationen, da brauche ich ein Zischen, da brauche ich, sag ich mal, Informationen über das, was am Wastegate läuft gerade. Und dieses Schnauben ist ja eigentlich was Tolles. Ja. Also das wollte man da also bewusst reinerziehen. War auch gar nicht so schwierig, man musste nicht reinerziehen, sondern musste einfach nur nicht wegdämpfen. Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es Teil 2 mit meinem Gast Andy Preuninger, dem Mann, der bei Porsche für die heißen GT-Versionen verantwortlich ist. Und heute reden wir unter anderem über die Entwicklung eines ganz besonderen Sportwagens, den 911R auf 991-Basis. Und Andy Preuninger verrät noch seine private Handynummer, wenn ihr bei limitierten Serien mal wieder nicht bedacht wurdet. Dann könnt ihr euch direkt bei ihm beschweren. Achtung, da Ironie hier nie funktioniert und bevor ich wieder Beschwerdemails bekomme, die Handynummer verraten wir natürlich nicht, sondern Festnetz. Riesengag. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Geld verdienen. Leute, geht es euch eigentlich auch wie mir? Man sitzt viel im Homeoffice vor dem Rechner und rennt ständig zu einem gewissen Schrank, wo irgendwelche Snacks drin liegen und am Ende schiebt man eine gewisse Abgeschlagenheit auf eine Art Frühjahrsmüdigkeit. Aber insgeheim weiß man ganz genau, dass man einfach mal mehr Zug in seine Ernährung und Bewegung bringen sollte. Ich brauche da immer irgendwas Besonderes, um diesen Trägheitskreislauf zu durchbrechen. Und bei mir ist es seit geraumer Zeit die Ernährung. Und da hat mich sogar jetzt meine Frau drauf gebracht. AG1 heißt es, von Athletic Greens. Das ist meine tägliche Gesundheitsdosis, denn da sind 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere wichtige Inhaltsstoffe drin. Und ich mache mir davon morgens einen Drink. Und dann weiß ich für den Rest des Tages, ich kann es jetzt eigentlich nicht mehr verreißen. Und anscheinend habe ich vorher einiges falsch gemacht, denn ich spüre tatsächlich, dass ich fitter bin und ihr müsstet es eigentlich auch an meiner Stimme hören. Gib's zu. Denn AG1 zahlt auf alles ein. Immunsystem, Darm, Energiehaushalt und vor allem, was jetzt so wichtig wird, gesundes Altern. Ihr müsst euch um nichts kümmern, außer AG1 jeden Morgen zu nehmen, denn das kommt im praktischen Abo direkt zu euch ins Haus. Ihr bestimmt den Lieferrhythmus selbst und könnt es jederzeit kündigen. Und etwas, was ich bei solchen Sachen eigentlich noch nie gehört habe, eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt es auch noch. Da ist also jemand sehr überzeugt von seinem Produkt und ich kann es bestätigen. Und aktuell gibt es eine besondere Aktion, denn wenn ihr jetzt auf athleticgreens.com/alteschule geht, dann bekommt ihr bei eurer AG1-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D zur Unterstützung eures Immunsystems und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Also, ihr Hobby-Rennfahrer unter meinen Hörern, wenigstens ihr solltet das mal ausprobieren. athleticgreens.com/alteschule. Alle Infos nochmal in den Shownotes. Und hier ist jetzt mein heutiger Gast. Viel Spaß mit Teil 2 mit Andy Preuninger. Eben ist ein Name gefallen von einem Auto, da behaupte ich jetzt mal, das ist das größte Zufallsprodukt von allen Autos, was hier steht, der 911R auf 991-Basis. Wie ist das Auto entstanden? Ja, das ist auch ganz witzig. Es ist auch so ein Projekt, das ist nicht entstanden auf dem Papier irgendwo. Das ist tatsächlich so, also der 911R und der Speedster sind gleichzeitig entstanden. Ja, das sind zwar unterschiedlich und zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Serie gebracht worden, aber mit dem 911R, das war schon immer so ein bisschen ein Herzenswunsch von mir, mal so ein ganz leichtes Auto zu machen, Handschaltgetriebe rein. Und das war ja eigentlich der erste 911er mit dem Handschaltgetriebe dann wieder. Weil den gab es ja damals, gab es keine Handschaltung. Also wir haben eigentlich das Handschaltgetriebe mit dem 911R eingeführt. Ja, definitiv. Und erst danach kam es im GT3 Touring und im GT3. Ja. War ja schon im Regal. Ja. Das haben wir extra für dieses Auto entwickelt, haben natürlich geschaut, dass wir das Auto extra leicht machen, wollten mal gucken, wie puristisch kriegen wir denn so ein Ding noch hin heutzutage auf der 991-Basis. Ich wollte auch die Hinterachslenkung rausschmeißen, ehrlich gesagt. Dann haben wir aber gemerkt, dann wird das irgendwie so ein bisschen schwieriger mit der Agilität. Also das lassen wir wohl drin. Also haben wir schon uns überlegt, was tun wir dem Auto an. Wir wollten natürlich in die Nähe vom Gewicht kommen vom RS 4 Liter.
dem 997. Ja, das war ein 1360 Kilo Auto. Ja. Und da wollten wir eigentlich auch hin, haben wir auch fast geschafft mit dem 911R. Das ist ein wesentlich größeres Auto. Und der 4-Liter-Motor mit einer Handschaltung und einem Massenschwungrad und so ein paar Anleihen aus der Historie, das hat eigentlich auch der R, der historische R, verdient gehabt, dass man das Thema mal wieder aufgreift. Das habe ich mal so als kleines Skunkworks-Projekt, wie der Amerikaner sagt, also nur innen vom Team haben wir überlegt, komm, jetzt nehmen wir mal den GT3, den bauen wir jetzt mal um und haben dann auch uns überlegt, wie die Farbgebung aussieht. Und das Auto ist dann mehr oder weniger in abendlichen Werkstattstunden entstanden, parallel zum Speedster. Da haben wir ein Carrera 4 Cabrio genommen, haben das gestrippt und gemacht. Und haben uns damit beschäftigt, jetzt ohne großartig da Werbung dafür zu machen. Und das habe ich dann damals rumgezeigt, wo die beiden Produkte, und die sahen echt exakt so aus wie später, also auch der 9FR, der war damals weiß und mit grünen Streifen, ja, da hat das Studio geholfen. Also wir hatten so ein paar Vertraute und diese Autos mehr oder weniger so nebenher gebaut und haben das dann so ein bisschen Werbung dafür gemacht mit den fertigen Produkten, die auch gefahren sind. Das halte ich mal für viel mehr effektiv, wie jetzt irgendwie einen Steckbrief an die Wand zu hängen und dann irgendwo eine Idee nur zu formulieren, was natürlich auch manchmal sein muss, aber Hardware überzeugt einfach, da bin ich oldschool. Und dann standen diese zwei Autos da. Ich habe dem August Achleiter das damals gezeigt, wo der noch GA-Chef war, also Baureihenleiter 911. Der hat auch gesagt, boah, geil, super. Da war der aber kurz vorm Ruhestand schon. Oder hat es zumindest mal, war der in absehbarer Nähe. Das Produktprogramm konnte da nichts aufnehmen. Ich wollte, es sind EGT-Autos gewesen. Damals waren wir noch nicht in der Baureihe angeheftet, sondern noch voll im Motorsport. Und hatten aber jetzt dann auf höherer Ebene jetzt nicht sofort da irgendwo Resonanz gefunden, die ich mir gewünscht hätte für das Auto. Und dann, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein. Irgendwann war es dann halt doch soweit und dann haben wir den 911R gebracht und der Rest ist History. Also die Leute sind da auf das Auto rein. Wir haben damals extra gesagt, ah komm, wir müssen ein paar mehr machen, wir haben einen GT3 RS 4 Liter. Aber dann machen wir halt mal 991 davon, das wird dann schon reichen. Ich habe mir damals schon gedacht, eher nicht. Aber gut, es war nur so ein Bauchgefühl. Für Absatzzahlen ist der Vertrieb zuständig. Da habe ich jetzt kein Mandat, außer dass ich meine Meinung äußern kann. Es ist sehr gut angekommen, das Auto. Natürlich auch, weil es ein Handschaltgetriebe hatte und diesen Purismusgedanken so gut gespielt hat. Ja, und das hat eigentlich auch, glaube ich, habe vorher schon angesprochen, diese puristische Schiene für die GT-Autos aufgemacht, weil die war dann damit glaubhaft, ja, als Vorhut. Okay. Und der Speedster ist parallel entstanden, also quasi der Speedster ist eigentlich ein offener R, wenn du so willst. Ja, und den haben wir natürlich dann gleich erkannt, ja, den müssen wir jetzt auch noch irgendwann bringen. Wir brauchen natürlich, weil wir nur ein Produktionsband haben in Zuffenhausen, auch eine entsprechende, sagen wir mal, einen entsprechenden Slot in dem Produktionszyklus und auch in dem Lebenszyklus vom 911, dass der da reinpasst, sinnvoll auch gebaut werden kann und auch, sage ich mal, nicht anderen Produkten im Weg steht, weil wir können nicht 5 Serienanläufe gleichzeitig machen. Wir wollen ja auch nicht 3 Autos gleichzeitig vorstellen. Wir haben ja noch andere Produktereignisse, die wichtig sind. Und so haben wir das eben jetzt dann getimt und ich bin froh, dass es so gut gelaufen ist. Also es hat uns natürlich jetzt auch, gibt uns die Möglichkeit, auch solche Themen in Zukunft wieder anzudenken. Ja, das stimmt. Du hast ja gesagt, der Vorstand oder so war nicht gleich ganz so überzeugt. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wie ist denn das, wenn man das erste Mal so präsentiert? Sind die irgendwo da rumgelaufen und hast gesagt, fahr mal? Oder muss man das ist natürlich ein gewisser Prozess, der auch, sagen wir mal, richtig und notwendig ist in einem größeren Unternehmen, dass du neue Produktereignisse entsprechend vorbereitest, dass du dadurch verschiedene Vorgremien gehst, dann mit den Leuten nicht abstimmst, mit der Unternehmensstrategie, mit dem Vertrieb, natürlich auch mit den Finanzkollegen, weil soll sich ja irgendwie auch rechnen, das Ding. Ja, du kannst ja nur so viel reinstecken, wie du rausholen kannst und dann bist du auf Null und das willst du auch nicht. Also musst du auch, Firma muss ja weitergehen. Ja. Musst du ein bisschen Geld, musst du schon verdienen auch damit. Und das sind alles so die vorbereitenden Tätigkeiten, die man da machen muss. Die habe ich jetzt natürlich mit dem R und dem Speedster völlig ignoriert. Ja, dann haben das Auto einfach gebaut, um es zu zeigen und dann erst angefangen zu rechnen. Natürlich haben wir schon einen groben Business Case gehabt. Ja, man schon, also so ganz blauäugig ist man da ja auch nicht. Man weiß ja ungefähr, was das an Einmalaufwand bedeutet, so ein Auto an den Markt zu bringen. Und muss dann halt gewisse Stückzahlen zugrunde legen, dass es sich wieder reamortisiert, was man aber eigentlich im Projekt zusammen mit dem Vertrieb tun sollte und nicht einfach aus dem Bauch raus. Also es sind schon alles auch Prozesse, die richtig sind, wie sie sind, mit mehr Augenprinzipien aus verschiedenen Ressorts. So läuft es normalerweise. Und in so einem Fall ist es natürlich so, dass bei dem 9FR wurde der Vorstand natürlich auch ein bisschen überrumpelt. Ja, ich kann mich erinnern,
Das war damals noch so ein, wir hatten eigentlich gar nicht vor, das Auto zu zeigen. Und dann kommt dann ein Anruf vom Hartmut Christen, damals noch mein Chef, ja, ist gerade Vorstandssitzung, bring das Auto mal hoch. Ja, vielleicht gerade ein ganz guter Zeitpunkt. Dann boah, da habe ich damals schon gedacht, aber so point blank, ohne Vorbereitung, das kann ja nur schief gehen. Und das ist es auch. Ja. Unser damaliger Vertriebsvorstand, der Bernhard Mayer, super Typ, muss ich sagen, der hat mittlerweile selber einen, aber wir haben den halt einfach auch den ganzen Vorstand ein bisschen überfordert. Ja, hier das Auto, und es ist auch, glaube ich, damals nicht so, war irgendwie der falsche Zeitpunkt. Und dann hat man gesagt, ja, das können wir dem Kunden so nicht erklären, das Auto verstehen wir jetzt noch nicht, müsst uns mal abholen, was das Produkt bewirken soll draußen. Ja, so war das dann. Wir haben dann nochmal abgeholt und haben es dann doch gemacht. Ja, also. Wie ist das, wenn man vor dem Vorstand präsentiert und man schaut in leere Gesichter? Das muss ja ein Albtraum sein. Ich habe damals den R nicht präsentieren dürfen. Das das sage ich jetzt nicht arrogant, war der Fehler, aber das hätte vielleicht geholfen. Ja. Ja, das wurde dann irgendwo neben dran gestellt und irgendjemand hat da was dazu gesagt und das war einfach, es ging einem in die Hose. Ja. Ja, da kannst du aber keinen Vorwurf machen, das war einfach schlecht vorbereitet. Ja, also. Das war nicht der richtige Zeitpunkt, aber hey, ja, so kann es passieren. Also ich kann mich erinnern, beim 996 RS war es ja ähnlich. Das war ja ganz früher, 2004, habe ich ja diesen RS-Gedanken, habe ja erzählt, Bild überm Bett, wollte unbedingt so ein Auto wieder machen. Wir haben damals eine Homologationsbasis gebraucht für ein schärfer gemachtes RS-Rennfahrzeug. Damals hießen beim 996 die RSRs noch RS. Bis ich dann den RS gebraucht habe, habe ich gesagt, der müsste jetzt RSR heißen, ja, weil das verwechselt man es. Den habe ich eigentlich auch aufgebaut damals mit ein paar Kollegen, auch mit dem Kussmal zusammen, habe den dann relativ point blank dem Wiedeking und dem damaligen Vorstand gezeigt, an einem ganz verregneten Studiotag. Da waren wir auf dem Studiohof, es hat geregnet, es war eine Plane bei dem Auto, war pitchnass und ich war damals echt noch ein junger Mann. Und habe echt Schiss gehabt, oh fuck, wenn ich jetzt da irgendwo, da kann ich riskieren. Aber der Wiedeking war ja auch jemand, der hat schon gerne mal auf den Tisch gehauen. Ja. Also waren ein bisschen andere Zeiten wie heute. Da hast du schon so ein bisschen Nervosität in dir gespürt und hab dir das Auto damals gezeigt und er lief dann da drum rum mit seinem komplett nassen Trenchcoat. Das Auto rum und das angeguckt. Eigentlich war schlechte Stimmung, irgendwie war was anderes nicht gut gelaufen. Ich stand dann da im Regen wie so ein Hund. Hab den aber präsentiert ganz gut, ja, und dann kommt er auf mich zu und sagt, sieht gut aus, kannst du machen, Junge. Ja, also wirst schon wissen, du und deine Verrückten da, was ihr da auf den Markt bringen wollt. Aber muss ein bisschen Geld verdienen, gell? Ja. Dann sage ich, alles klar, Chef, machen wir. Und dann kam da immer auf mich zu, dann irgendwie gesehen, hey, ohne Junge, wie läuft's und so. Der war so, Wiedeking kann man viel erzählen, aber ich habe halt und in der Zeit, sag mal, viel gelernt und wie das Unternehmen damals getickt hat, das habe ich halt schon immer noch ein bisschen in mir. Ja, und so kam das dann relativ dann schnell dann auch zu einem positiven Ende. Da ging mal sowas gut, dass man gesagt hat, ja, macht's, ist okay. Ist natürlich auch damals eine andere Größenordnung gewesen, das Unternehmen, da so 200 so RSle zu bauen. Ne? Das waren ja wenig. Was ich aber damals schon gesagt zum Vertrieb, was, ihr wollt 195 Autos von denen nur verkaufen können? Bin ich mal gespannt. Ja, bei 700 gingen uns die Werkzeuge kaputt, weil wir konnten nicht mehr bauen. Oh, okay. Ja. Also okay. Da mussten wir das Unternehmen und auch die Märkte erstmal gewöhnen, dass so ein Auto einen Markt hat. So ein Hardcore-Auto, sage ich mal. Und das ist natürlich auch ein Prozess, den ein großes Unternehmen erstmal verstehen muss und sich daran gewöhnen muss. Mittlerweile sind wir da etabliert. Aber war jetzt schon nicht ganz einfach, ja, immer. Und, beim R ging es ein bisschen schief, beim Speedster ging es dafür umso leichter. Ja, ja, gut, das war der gleiche Gedanke. Aber kein Vorwurf, es war auch von uns blöd eingefädelt. Ja. Also war einfach falsches Timing. Nee, aber ich finde das so interessant, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass bei dem R schon so eine Phase war, wo Bereitschaft dafür besteht, solche Autos zu bauen und auf die Straße zu bringen. Und auch, wie gesagt, nach dem Echo der nicht mehr vorhandenen Handschaltung, hätte ich gedacht, okay, geil, endlich kommt ja sowas. Das dachte ich auch. Ja. manchmal wunderbar. Ja, nee, und man muss ja auch klar sagen, in dem R ist ja auch, wir sind ein kommerziell denkendes Unternehmen, ist ja auch, ich glaube, legitim. In dem R steckt natürlich auch eine gewisse, Absicht, auch ein Getriebe neu zu entwickeln, über ein Fahrzeugprojekt zu amortisieren und es dann im Regal liegen zu haben für den GT3, den ich ja dringend wusste, oh, der 91.2 braucht unbedingt ein Handschaltgetriebe. Wir haben so auf den Kopf gekriegt, dass wir jetzt kein Handschaltgetriebe mehr anbieten. Das war, wir brauchen wieder eins. Und wenn ich das jetzt also im Rahmen eines Facelift GT3s hätte entwickeln müssen, wäre das wahrscheinlich finanziell gar nicht möglich gewesen. Weil es kostet ein Schweinegeld, ja, auf Deutsch. Aber über ein gesamtes Fahrzeugprojekt kann ich das besser refinanzieren. Ja, aber ich finde das interessant, dass du sagst, du hast für den ein Getriebe entwickeln lassen. Da wusstest du noch nicht, dass das kommt. Das kannst du so ein Budget freigeben. Und dann sagen, jetzt machen wir ein Handschaltgetriebe. Weil das,
Weil das ist ja das eigentlich halt, ja, da haben wir natürlich auch Freunde, da musst du Freunde haben, auch in der Industrie, dass da der Lieferant sagt, ja komm, da können wir ein Prototypgetriebe machen. Das ist dann so furchtbar teuer auch nicht, also dass man das nicht mit seinem Budget irgendwo abdecken kann. Also das sind jetzt keine Milliarden, um Gottes Willen, auch keine Millionen. Das ist ja erstmal ein One-Off, ja, und das kriegst du immer geregelt. Also das ist jetzt nicht so, dass ich um jede 2000 Euro in den Vorstand muss. Also ja, das ist nicht so. Da hast du natürlich schon deine Töpfe, wo du auch sowas mal bedienen kannst damit. Und es ist auch wirklich jetzt mal, wenn es mit viel Wohlwollen aus dem gesamten Umfeld auch mitgezogen wird, also auch von den Lieferanten in dem Sinne, ist es jetzt kein Betrug an der Firma, weil es kostet nicht viel. Okay. Weil es ja nur ein One-Off ist. mit der Hoffnung auf mehr. 991 Autos sind davon gebaut worden. Mhm. Ist der GT3 als Touring, das Touring-Paket, da gab es ja einen kleinen Aufschrei unter denen, die von den 991 einen bekommen haben und gesagt, ja, jetzt haben sie die limitierte Stückzahl ausverkauft, irgendwie, jetzt müssen sie irgendwie nachbauen. War das so oder war das Touring-Paket schon überhaupt geplant? Nicht. Also wie gesagt, durch die Getriebeentwicklung hat man ja eh schon vor, dass man sowas vielleicht nochmal, also mal diese puristische Linie im GT3 auch nochmal andenken wollte, beziehungsweise an den Markt bringen. Da war für mich aber wichtig, da muss dann auch, wenn ich Purismus lebe, auch ein Handschaltgetriebe rein. Mhm. Ja, natürlich ist der Riesenerfolg vom R, das gab ja einen Aufschrei, dass so wenig Autos da waren. Da gab es ja so viele böse Briefe. Also es ist ein positives Problem für die Kunden, das ist natürlich blöd. War ganz klar, da ist so ein Riesenmarkt dafür da oder so ein Riesen-Need. Und wir müssen den Kunden zuhören. Wir brauchen auch ein Auto, was in die Richtung geht, ja, und diese Bandbreite abdeckt. Man darf nicht den Fehler machen, das machen auch viele, ja, der Touring ist doch das gleiche wie ein R oder hat er bloß keine Kotflügel aus Carbon, nee, also die Autos fahren sich schon sehr unterschiedlich. Also der R ist schon leichter, der ist schon nochmal mehr auf Agilität abgestimmt, der hat eine ganz andere Aura vom Sound innen. Er hat natürlich den erste Generation Motor und der Touring hat den zweite Generation Motor und der zweite Generation Motor ist dann schon eine Ecke Drehmoment stärker und drehfreudiger, hat erleichterte innere Masse. Also der kompensiert das alles weg, was an der Karosserie vielleicht mehr dran ist. Okay. Ist natürlich dann auch schon ein etwas moderneres Auto. Also von daher gesehen glaube ich jetzt nicht, dass die sich groß konkurrierend gegenüberstehen, weil ja auch die Limitierung und der äußere Auftritt, ein R ist immer ein R, wird immer ein R bleiben, hat auch seinen Wert. Guck mal, was die Dinger mittlerweile am Markt kosten. Und der Touring ist eben das, sei mal, das Normalmodell, das da schon, sei mal, ähnliche Tugenden anspricht. Aber gab es natürlich auch bei uns Überlegungen, Mensch, können wir das dem R antun, als einen Touring hinzustellen. Aber wenn das Auto dann doch deutlich differenziert ist, auch im Gefühl, auch im Feeling, und das dann auch die Menschheit merkt, sobald es draußen ist, natürlich, wenn es nur angekündigt, der heißt, ah, die machen da jetzt dann einen billig 911R, aber das ist es nicht. Ja. Dann, vor allem, wir hatten den Eindruck, da waren tausende Leute, die so ein Auto wollten, die auch gar nicht unbedingt jetzt einen Streifen übers Dach wollen oder überall Carbonteile oder ein rattelndes Einmassensprungrad, die einfach so eine Art GT3 sich wünschen. Ja. Und den haben wir dann halt entsprechend hingestellt und das kam ja auch extrem gut an, dass wir es so getan haben. Und mittlerweile ist es ein fest etabliertes Modell in unserem GT3-Zyklus. Also da haben wir fast die Hälfte der GT3s sind ja Tourings. Ja, und das zeigt ja auch schon den Need, den wir da draußen haben. Lohnt es sich bei so limitierten Modellen aus deinem Stall deine Telefonnummer zu haben? Überhaupt nicht, weil ich das ist hast auch, du da hast du da viele das am ist auch wirklich haben? Muss ich echt mal zugeben und sage jetzt mal ja auch mal so offen echt lästig, dass die Leute meinen, dass ich mich auf meinem privaten Instagram-Kanal, den ich zum Spaß für mich selber so habe, ständig um irgendwelche Allocations betteln. Da haben wir von der PAG gar keinen Hebel, den unseren Märkten, die ja unabhängige Einheiten sind, vorzuschreiben, wenn sie ihr Auto verkaufen. Und ich kriege da so viele Storys, wo die Leute mich voll weinen, dass der Händler A hat dem Kunden B das lieber gegeben. Schon mir, ich meine, ja, tut mir leid, aber weil ich kenne die Situation, ich kann nichts machen. Ja. Und ich bin auch, sag mal, in der Wahrnehmung draußen vielleicht viel höher hierarchisch, wie ich wirklich bin im Unternehmen. Ich bin ein kleiner Abteilungsleiter. Ja, klar hört mir der Vorstand zu und die wissen auch, dass ich da ein gutes Händchen habe für die Autos und ich habe da gute Beziehungen. Vielleicht bin ich ein Abteilungsleiter mit Sternchen vielleicht in der Wahrnehmung, aber trotzdem bin ich kein Top-Management, der entscheiden kann, das und das und das Auto geht in die und die Märkte. Das ist gar nicht mein Mandat, habe ich gar nicht. Mhm. Ja, und ich vertraue da auf den Vertriebsapparat, dass die das richtig entscheiden und es ist halt leider so, du kannst es nicht jedem recht machen, das geht nicht. Und ich verstehe sogar einen Kunden, einen Händler, der sagt, Mensch, guck mal, da der Kunde XY, der hat jetzt den 6. Cayenne gekauft, der hat 4 Autos laufen, die kommen hier ständig rein, der hält den Laden am Laufen. Dem
verkaufe ich natürlich vielleicht gern mal einen GT3 und anstelle jemand, den ich gar nicht kenne, der von 500 Kilometer entfernt anruft und fragt, ob er so ein Auto haben kann. Also, weißt du, ich will mich da auch gar nicht einmischen in diese vertriebspolitischen Prozesse. Da habe ich schon mal einen auf die Nase gekriegt, nach ein paar Statements draußen. Und das ist auch wirklich nicht mein Mandat. Wir nehmen nur wahr, und das ist das, was ich tun kann, der Bedarf für die Autos ist ungebrochen groß, wird immer größer. Und wir versuchen halt, GT4 ist jetzt wieder so ein Beispiel, da kommt ja draußen an, das ist ja unfassbar, ja? Aber ich verstehe genau, warum. Dass wir da halt schauen, dass wir genug Autos bauen können über die Zeit. Und das ist mir auch wichtig, hier an der Stelle zu sagen. Ich habe mal in einem Interview zum GT4 erst gesagt, ja, jeder kriegt einen wahrscheinlich, der einen haben möchte. Warum sage ich sowas? Ja, ganz einfach, weil wenn ein Auto nicht limitiert ist, dann richten wir unsere Produktionskapazität danach aus, dass die Märkte uns zurückmelden, was sie denken, was sie verkaufen können. Und wenn man das dann einstellt, dann muss man ja eigentlich dann davon ausgehen, dass dann die Leute, die einen wollen, die dann für eine Frage kommen, auch einen bekommen. Das stimmt auch meistens, aber es stimmt halt über Zeit. Was dabei vergessen wird, jeder, der das dann hört, denkt, oh, jetzt rufe ich da an, dann kriege ich sofort einen. Nee, Leute, das Auto hat eine gewisse Laufzeit und es wird ein paar Jahre gebaut. Und beim GT4 war es genauso. Da hat jetzt mittlerweile, glaube ich, fast jeder einen gekriegt, der einen wollte. Aber ja, es bedeutet halt auch mal ein bisschen zu warten. Und die Händler wissen nicht, was sie in 2 Jahren für Kontingente kriegen. Die kriegen aber dann welche. Das wird schon alles gut. Aber es kann nicht jeder von Stunde 1 bedient werden. Und das, manchen Leuten gefällt das nicht und die klagen mich dann an und prangern an, oh, der hat das gesagt. Ich bin nach wie vor der Auffassung, das wird schon gut gehen, aber man braucht halt ein bisschen Geduld. Und wir würden ja gerne 5000 Autos am ersten Tag produzieren, das geht aber halt nicht. Beim GT4 RS ist ja eine Sache sehr auffallend, und zwar die hintere Heckscheibe. Die ist ausgetauscht worden und da geht Luft rein, genau, die direkt am Ohr vorbeigeht. Wie wichtig ist Sound und Sounddesign für euch? Also, Sounddesign, bin ich ganz stolz drauf, machen wir gar nicht. Ja, weil der GT3 und unsere sämtlichen Autos, die hören sich so an, weil sie sich so anhören. Mhm. Das ist jetzt nicht, dass wir da alle möglichen Frequenzen reinspielen über Lautsprecher oder auch über irgendwelche Abdämmungen und irgendwelche Frequenzen züchten. Der klingt halt so geil. Ja, können wir auch nichts dafür. Gott sei Dank. Und beim GT4 RS, wenn du den ansprichst, haben wir einfach die Not gehabt und ist physikalisch zu begründen. Ein Motor, der so viel mehr Leistung hat wie der im GT4, der muss natürlich, der Motor ist eine Luftpumpe, da muss die Luft rein und die Luft muss aber wieder raus. Ja. Und je kürzer der Weg ist, wo die Luft in den Motor rein kann, umso besser, ja, für die Leistung. Ein Mittelmotor ist immer irgendwo kritischer, was die Thermodynamik angeht. Also da muss die Hitze ja loswerden, was auch die Ansaugwege angeht. Da muss die Luft rein und vor allen Dingen auch, da muss eine Abgasanlage von der Mitte vom Auto bis ganz hinter, die ist lang, also hat die auch viel Gegendruck. Also muss man gucken, dass die Luftpumpe möglichst frei arbeitet. Da muss man ihr helfen dabei. Und das war halt der entscheidende Punkt, dass wir halt die Luft von den seitlichen Fenstern, die jetzt keine mehr sind, reinholen. Mit dem sehr, sehr angenehmen Nebeneffekt, dass wir da eine völlig neue Soundkulisse generieren konnten damit, weil das Auto lebt von seinem Ansauggeräusch, nicht so sehr von der Abgasanlage. Das heißt, den Krawall, den du im Auto wahrnimmst, Krawall meine ich jetzt durchaus im positiven Sinn, in super Sound, den kriegt draußen die Oma, die da mit ihrem Einkaufstäschle vorbeiläuft, nicht mit. Das ärgert die nicht. Und das finde ich echt wichtig, weil diese Krawallauspüffe, muss ich jetzt mal einen klaren Statement abgeben, die sind mir echt zuwider. Also Leute, die ihr Auto extra laut machen nach außen und sich dann toll fühlen, das kann ich echt nicht verstehen, weil ein GT3 ist echt laut genug. Wir wollen die Leute nicht ärgern, wir wollen selber Spaß haben. Und im GT4 RS ist es super umgesetzt, weil du kannst den Sound so toll orchestrieren. Je nach Drosselklappenstellung, also Gaspedalstellung und Drehzahl, macht das Auto entweder blubbernde Geräusche, helle Geräusche, Dröhnen, da ist alles drin. Du kannst deine Melodie, das redet so intensiv mit dir, das Auto. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und dieses metallische Hochdrehen, dieses metallische Geräusch, was gar kein metallisches Geräusch ist, was die Kunden da oft verkennen, kann ich also wirklich hier sagen, das sind reine Verbrennungsgeräusche. Hört sich halt so an, als ob Metall auf Metall geht, so ab 7000. Das ist so motorsportlich und so, da kriegst du so Gänsehaut, das ist so geil. Aber das hörst du eigentlich nur innen. Und das reicht auch, weil der Auspuffsound, der ist, sagen wir mal, auch sonor und schön und klangfarbig, aber er ist jetzt nicht störend für die Außenwelt. Und das, finde ich, ist key für die Zukunft. Wir wollen doch keine Leute ärgern mit den lauten Autos. Und wenn ich so sehe im Instagram, boah, ich habe jetzt wieder den Auspuff drauf von dem Tuner und dem Tuner, guckst du, und das Auto sind ein paar Rohre dran geschweißt, ja super. Das können wir als OEM nicht machen, wollen wir auch nicht. Ja. Laut machen geht leicht, aber was die meisten Leute vergessen, das Auto hat weniger Leistung danach.
Ja, das hat vielleicht 3 PS mehr Spitzenleistung, aber in dem ganzen Drehzahlband drunter hat es weniger. Also wenn du die Graphen dann anguckst, weil ich kaufe so Abgasanlagen auch und stelle die mal auf den Dyno. Macht ihr das, ja? Ja, klar, okay. Interessiert mich doch. Also es ist ganz selten was dabei, was sich irgendwie aus leistungstechnischer Sicht lohnen würde. Also natürlich kann das ein je nachdem, wenn du selber einen Leistungsprüfstand hast, da kannst du alles einstellen, was da rauskommt, vorher, nachher. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich sage einfach nur ganz klar, eine Auspufflage bringt keine Leistung, Punkt. Ist so. Es wird halt lauter und dadurch meinst du, bist schneller. Du, wir müssen mal ein bisschen über Testfahrten reden. Also wenn du jetzt so ein Ding wirklich auf die Straße bringst, ich meine, das ist ja alles immer schön in der Theorie und dann überlegt man sich das und irgendwann wird das Auto zusammengebaut und dann fahrt ihr los. Da bist du immer in Weißach auf der Teststrecke oder wie viel Prozent deiner Arbeit ist Fahren mit solchen Autos? Das ist witzig, wie banal man sich das von außen vorstellt. Da baut man ein Auto und dann fährt man irgendwann. Das war jetzt banal gesagt, aber... Klar, wir fangen natürlich an mit sogenannten... Prototypen oder Baustufenautos, wie wir es nennen, die entstehen dann meistens aus dem Seriendervat. Also jetzt man GT3 als Beispiel nehmen, ein Carrera, ein umgebauter. Und da kriegt dann jede Fakultät, also jeder Fachbereich, sagen wir die Motorleute, die bauen dann in erster Linie mal den Antriebsstrang rein, den sie bewerten müssen oder den sie applizieren müssen. Die sind ja gar nicht mal so unbedingt darauf angewiesen, dass da auch ein Fahrwerk drin ist, was dem späteren Stand entspricht oder die Aero. Und umgekehrt ist es bei der Karosserie beim Fahrwerk auch. Ja, die fahren dann teilweise mit Carrera-Motoren, aber halt noch schon mit dem neuen Fahrwerk. Und dann irgendwann wird das zusammengefahren und dann gibt es dann die ersten Autos, die auch in Zuffenhausen am Band gebaut werden. Meistens, die dann alle Änderungen schon nach und nach dann im Auto haben, sodass das Auto als Gesamtes erstmal bewertbar wird. Und dann ist natürlich wichtig, dass sämtliche Systeme sauber aufeinander abgestimmt werden, weil dann bringt der größte Motor nichts, wenn das Fahrwerk da nicht mit Hand in Hand geht und irgendwie zusammenpasst. Und die Regelsysteme müssen mit dem Motor können und den Momenten, Schnittstellen, Getriebe und so weiter und auch gleichzeitig mit der Hardware vom Fahrwerk, Reifen und so weiter. Aerodynamik kommt da mit rein. Und das wird dann so übers Gesamtfahrzeug zusammengefahren. Gesamtfahrzeug ist es bei uns eigentlich die Integralfunktion oder die integrierende Funktion, die jetzt Motor, Getriebe, Karosserie, Fahrwerk irgendwo bündelt, ja, und quasi dieses Gesamtkonstrukt, das zielgruppenkonform, also so wie es der GT-Kunde will, sich anfühlen muss und auch so performen muss. Der Zeitpunkt, wo ich mich dann das erste Mal ins Auto setze, weil ich habe so eine, weißt du, die schwarzen verklebten Prototypfahrzeugen verschiedener Fakultäten, die sind einfach irgendwo nicht bewertbar, ja, mhm, als Gesamt. Wenn ich mich da reinsetze, dann kriege ich nur einen Schreikrampf. Aber da lässt man die erstmal machen, die sollen ihre Sachen auf so einen Stand bringen, dass man es dann langsam als gesamtes Konstrukt mal verstehen kann und bewerten kann. Und das passiert eigentlich über das Gesamtfahrzeug, dann sei mal schon eher so in der zweiten Projekthälfte, bis du mal so weit bist, bis die richtigen Teile da sind, bis dann die Prüfstandsdauerläufe auch so weit positiv hinter sich gebracht worden sind, dass das Auto eine Straßenfreigabe kriegt, dass du auch wirklich dich traust, damit auf die Straße zu gehen. Dann setzt man sich schon rein und dann fährt man eigentlich einiges damit auf der öffentlichen Straße, eigentlich mehr wie auf der Rennstrecke, also in meinem Fall. Ich versuche natürlich schon, dass ich mit den Fahrwerkern ab und zu mal auf eine Erprobung vorbeischaue und mich auch mal reinsetze und das auch hochdynamisch mal ausprobiere. Aber es ist eher in der zweiten Projekthälfte, wenn ich schon wirklich auch mit eingreifen kann und sage, hey komm, das und das muss sich ein bisschen anders anfühlen, könnt ihr nicht die Lenkung noch ein bisschen um die Mittellage, die ist mir da zu spitz oder zu stumpf. Also, dass man wirklich konkret über einzelne Dinge reden kann, die man aber auch nur dann bewerten kann, wenn der Rest einigermaßen schon in Shape ist. Mhm. Ja, sonst entwickelst du dann in eine falsche Richtung. Mhm. Also dann gebe ich mir schon Mühe, dass ich da recht schnell reinhocke und vor allem, wenn dann die Vorserien kommen, also die gibt 3 verschiedene Vorserien bei uns, bevor die Serie dann anfängt. Da sind wir dann schon intensiv dran, dass wir die Autos auch bewegen. Ich weiß ja, dass die Fachbereiche da manchmal so ein bisschen das Gesicht verziehen. Oh, der Bräuninger hockt wieder ins Auto, dann kriege ich morgen wieder so ein langes Mail, was alles nicht passt. Und dann mault er da rum. Ich bin da vielleicht manchmal bin da leider etwas auch zu direkt. Die Leute sind natürlich stolz, dass sie da entwickelt haben. Und dann jemand kommt und sagt, hey, das ist nicht gut. Das ist natürlich blöd. Ja, es ist eine Kultur, da wird dann auch mal diskutiert, ja, und wird auch viel gelobt, wenn es dann entsprechend angebracht ist. Und so entsteht dann halt die Produktsubstanz, dass man gemeinsam mit den Fachbereichen und den Gesamtfahrzeugleuten, wo ich mich selber dazu sehe, weil ich das Gesamtkonstrukt bewerten möchte, wie es der Kunde erlebt. Also ich habe die Kundenbrille da sehr stark auf. Ich habe ja vorher schon gesagt, traue mir zu, mir und den engen Leuten um mich rum, dass wir das richtig entscheiden für den Kunden, weil wir wissen, was der will. Und so bewerten wir es natürlich auch, in die Richtung probieren wir es zu trimmen. Weil meistens gefällt es uns dann auch am besten. Und da entstehen natürlich einige Aufgaben noch, die man dann miteinander bearbeiten muss und die dann in den späten Vorserien
Dann, wenn auch die, zum Beispiel die Presseautos gebaut werden, muss das Ding schon fertig sein und sich genauso anfühlen, wie es soll, dieser Prozess. Und dabei fahre ich natürlich schon viel mit den Autos auch, ganz klar. Es ist teilweise natürlich ein bisschen kompliziert, weil wenn die Autos noch im Tarnzustand sind, also vor der offiziellen Vorstellung bei irgendeiner Messe, sind die noch getarnt und dann darfst du sie nirgends rumstehen lassen. Du kannst also du kannst nur fahren um des Fahrens willen. Du kannst nur wirklich im Auto reinsitzen, fahren und wieder in die Garage und zu. Also das ist schon irgendwie schwieriger, als wenn das Auto dann schon, sagen wir mal, so präsentiert werden kann in der Öffentlichkeit, wie es schon in der Weltpremiere dargestellt worden ist. Dann kannst du es auch mehr bewegen, kannst es auch mal stehen lassen an der Tankstelle geschwind oder mal geschwind, sag mal, musst du mehr so aufpassen. Mhm. Ja. Aber die Entwicklungsarbeit findet natürlich mit den getarnten Autos statt und die ist auch viel auf der Rennstrecke. Da sind wir auf dem Nürburgring, da sind wir, sag mal, auf vielen anderen Strecken, natürlich auch je nachdem, was für eine Jahreszeit da ist, in Nardo natürlich auch viel. Zeigen das Auto natürlich auch in den verschiedenen Stadien unseren Vorständen und setzen die mal rein und gewinnen die da fürs Projekt und holen die ab. Macht auch Spaß, ist auch gut. Immer eine tolle Veranstaltung eigentlich auch. Und so nehme ich da schon aktiv auch hinterm Steuerplatz, na klar, logisch. So, jetzt möchte ich euch noch mein Must-Have zum perfekten Frühjahrsputz im Auto vorstellen. Gentle Monkeys heißt die Firma und die machen für mich wirklich die ultimativen Pflegeprodukte fürs Auto. Eingefleischte alte Schulehörer unter euch, die wissen, dass ich das selbst seit sicher mehr als einem Jahr nutze, denn eine Sache kann ich gar nicht genug hervorheben. Die Knöpfe, Schalter und die Flächen im Auto, die bekommen bei Gentle Monkeys ihre ursprüngliche Haptik zurück. Die sind nicht speckig, die glänzen nicht unnatürlich. Das Cockpit, das wirkt auf mich wie im Auslieferungszustand. Und das Holz, das glänzt so, wie es sein soll, das fühlt sich alles wie neu an. Und es sieht auch noch so aus. Das sagt übrigens nicht nur ich, das sagen auch Leute, die bei mir im Auto mitfahren, nachdem ich mich da mal wieder richtig ausgetobt habe. Und das Ganze, das sind übrigens Pflegetücher, die ihr aus einem Spender zieht. Danach könnt ihr noch zweimal mit einem speziellen Poliertuch drüber gehen. Da gibt es einmal eine Seite mit kurzen Fransen, eine mit längeren Fransen. Und es ist nur noch herrlich. Die Degra hat Gentle Monkeys übrigens genauestens unter die Lupe genommen und zertifiziert, damit ihr nicht Gefahr lauft, dass die Farben ausbleichen oder ähnliches. Und das funktioniert natürlich auch im Boot, beim Fahrrad, in eurem Privatflugzeug oder wie bei mir auf der Computertastatur. Da benutze ich die Tücher nämlich auch neuerdings. Und ich habe für euch einen Rabatt rausgehandelt. 10% bekommt derjenige, der auf der Seite www.gentlemonkeys.com den Rabattcode Alte Schule einsetzt. Alte Schule in einem Wort und klein geschrieben, 10% Rabatt. Zum Nachlesen habe ich euch das alles auch nochmal in die Shownotes geschrieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Frühjahrsputz in eurem Auto und jetzt viel Spaß weiterhin mit meinem Gast Andi Preuninger. Wie ist das, wenn man mit dem Vorstand, da sitzt du wahrscheinlich auf dem Beifahrersitz und dann fahren die, wie ist da der Puls? Ach, ich meine der Puls, ich meine, ja, bei mir null, sondern also eher Freude. Also nicht Puls null, aber die Vorstände bei uns, da muss ich auch mal eine Lanze für die Brenner, sind alles echt super Leute. Ja. Die haben Benzin im Blut, die haben irrwitzig viel zu tun. Ja. Also was die an Informationen verarbeiten müssen, an Entscheidungen fällen, quer über das gesamte Unternehmen. Also ich würde mir das nicht zutrauen, das ist Wahnsinn. Ja. Deswegen fällt es immer so leicht zu sagen, ah ja, der hat es nicht verstanden. Nee, man muss es halt richtig erklären. Ja, man muss da entsprechend sich die Zeit nehmen und dann nimmt sich der Vorstand auch bei solchen Vorstandsfahrten, sich das erklären zu lassen, das Produkt und wie es funktioniert, will es natürlich auch erfahren und erfühlen, das halte ich auch für super wichtig. Mhm. Deswegen bin ich da auf dem Beifahrersitz und nicht der Vorstand. Ja. Es sei denn, der Jörg Bergmeister fährt mal eine richtig heiße Runde und da, wo man halt auch wirklich auch wie ein Rennfahrer fahren muss, um einfach das Potenzial zu demonstrieren, da hocken sie dann daneben. Aber die dürfen natürlich selber fahren, sollen das auch und können dann ihre Fragen stellen, kriegen dann ihre Informationen und wir haben ja das Glück bei Porsche, dass wir so eine gute Kultur haben, dass die einem alle auf Augenhöhe irgendwie begegnen. Also das ist nicht irgendwie so eine Unterwürfigkeitsnummer, wie man so bei VW ab und zu mal sieht, dass hat jeder ein Polo an und eine Jeans und einen Sneaker und dann fährt man mit den Autos, hat auch einen Spaß, trinkt abends auch mal ein Fläschchen Wein und also ich freue mich da immer wahnsinnig drauf auf diese Veranstaltung, weil die sind immer gut. Ja. Und von daher gesehen holen wir da die Vorstände gern ab und da geht der Puls überhaupt nicht hoch. Das ist einfach nur eine notwendige und sogar angenehme Projektphase. Eben hast du jetzt gerade schon von Jörg Bergmeister gesprochen. Das ist natürlich auch immer typisch für Porsche oder gerade für deine Baureihen natürlich, dass da Rennfahrer sitzen, die mit abstimmen. Ist das schwierig, die auf, sagen wir, in Anführungszeichen, auf Linie zu bringen? Rennfahrer neigen ja vielleicht dazu, die Autos ein bisschen zu edgy abzustimmen, oder?
Also ja, das ist natürlich ein Punkt, klar. Aber wir haben es ja natürlich ganz gut, dass wir eigentlich schon historisch immer einen wahnsinnig hochpotenten Fahrerkader haben. Also wenn ich die Jungs angucke, die bei uns in die Rennautos reinhauen, die sind alle super sympathisch. Die sind wirklich, die können auch Straßenautos fahren, haben wahnsinnig Interesse an den Autos, fahren meistens so Autos als Dienstwagen auch, ja, und haben unheimlich viel Energie auch und auch Willen, bei der Entwicklung da mal reinzugucken, mal zu beurteilen, mal ihren Tipp abzugeben. Der Jörg Bergmeister jetzt speziell als Markenbotschafter jetzt nach seiner aktiven Karriere bringt natürlich wahnsinnig viel Erfahrung mit. Ist natürlich ein Rennfahrer, der das Auto auf der Rennstrecke natürlich entsprechend abstimmt. Der will das schon, dass es dann optimal, sagen wir, schnell auf der Rennstrecke ist. Das ist ja auch richtig und gut. Die Balance muss halt stimmen, dass es auch auf der Straße einem nicht die Blompen rausschüttelt. Ja. Das ist immer so ein bisschen, was man diskutieren muss. Wir haben ja auch noch andere Leute, die ins Auto sitzen, verschieden geartete, sag ich mal, Fahrercharaktere. Der Lars Kern möchte ich da auch erwähnen an der Stelle. Der hat ja auch viele Rundenzeiten für uns schon gefahren. Der ist dann mehr von der Seite, dass er auch den Kunden sehr gut kennt und auch diese Straßen, Tauglichkeit immer im Auge hat. Und wenn man zwei so Leute zusammenspannt, jetzt wie gerade wie die zwei, die ja auch teilweise schon zusammen Rekordrunden gefahren haben, aufs Zehntel gleich, ja, dann hat man da ein super Paket. Ja. Und das ist auch dann nicht irgendwie kontrovers, sondern das ist wirklich eine Zusammenarbeit mit gegenseitigem Verständnis, das ist wirklich so. Und das funktioniert hervorragend. Also gerade mit dem Jörg, muss ich sagen, mein Glücksgriff, der ist echt wirklich gut. Der ist auch vor allen Dingen sozial so gut sensitiv, dass er mit den Ingenieuren ganz gut umgehen kann, wenn er mal nicht zufrieden ist oder wenn er was anderes will. Der hält uns da auch relativ kurz an der Informationskette. Also ich weiß da immer, was da läuft. Und er ist da wirklich sehr, sehr schnell wichtiger Partner und Part vom Team geworden, der auch überall akzeptiert wird. Also ich sehe das nur positiv, weil die Autos müssen auf der Rundstrecke performen, weil da werden wir angegriffen ohne Ende. Da müssen wir eigentlich mit einer doch meist unterlegenen Leistung antreten gegenüber Autos, die einfach einen Turbomotor reinhauen und einen Mods-PS-Vorteil mithaben. Also muss man über die restlichen Fahrzeugkomponenten da das wieder egalisieren oder überkompensieren. Oh, da ist natürlich ein Profi-Rennfahrer absolut wichtig. Also das ist eine super Ergänzung, die haben wir aber auch in der Vergangenheit immer schon so gelebt. Jedes Mal, wenn irgendein Rennfahrer Zeit hat in Weissach, klopft er bei mir an, Richie Leeds kommt vorbei, hey, hast du was und so, lass mal probieren. Oder an Timo Bernhardt, also die sind alle begeistert und die fahren alle und ich bin da immer extrem interessiert an deren Meinung. Ja, weil du brauchst einfach dieses Feedback von Leuten, die richtig Auto fahren können. Wenn du in so ein GT-Auto in der Abstimmungsphase jemand reinsetzt, der, sei jetzt einfach mal ohne Namen zu nennen, ich meine jetzt keine Rennfahrer, es können auch einfach Mitarbeiter sein, Kollegen, keine Ahnung hat, wie man Auto richtig bewegt, aber der Meinung ist, er kann es. Ja, und dann kommt da Feedback, das Auto untersteuert da und ich denke, oh Gott, nee. Ja, also wenn du sowas in eine Bewertung einfließen lässt, du brauchst die richtigen Leute, weil diese Autos richtig zu lesen und richtig, ich sag mal, auch im Limit bewegen zu können, das kann nicht jeder. Und da solltest du schon die Leute haben, denen du da absolut vertrauen kannst. Und die haben wir Gott sei Dank bei Porsche zuhauf und das merkt man den Autos so an, weil die haben da dann schon, nehmen da schon Einfluss drauf. Kommt Roland Kussmaul noch manchmal vorbei und fährt? Der kommt manchmal noch vorbei, selbstverständlich, aber er fährt jetzt mehr oder weniger. Also er war jetzt beim GT3 Touring, bei der Pressevorstellung sogar mit dem Walter Röhrl zusammen. Dicke Buddies, die zwei. Eigentlich so waren also die VIP-Guests und der ist dann 992 rumgefahren. Und dann kriege ich natürlich auch ein Feedback von dem. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt noch in die laufende Entwicklung mit integriere. Weil das ist klar, ja auch gar nicht legitim, weil der ist jetzt Rentner. Ja, ja, aber manchmal ist man ja stolz, aber den natürlich, also da zeigen tun wir ihm die Autos natürlich schon. Und ja, er kommt da manchmal vorbei und man trinkt ein Käffchen zusammen und redet ein bisschen Unsinn. Macht ja auch Spaß und bin ja auch dankbar drüber. Wird eigentlich viel Schrott produziert oder so, wenn ihr so auf Rennstrecken fahrt? Also gibt's da ganz wenig, du. Ganz wenig. Also es ist wirklich so, dass eigentlich während der Entwicklung selten mal ein Auto kaputt geht, also im Sinne von Unforced Error, sagt man so im Tennis, dass jemand sich da irgendwie übernimmt damit. Also es ist echt, also es kommt vor, ja, weil gehobelt wird, fallen Späne, aber es ist sehr selten, es ist sehr selten. Wir haben ab und zu so Dinge, also weiß man, 997 GT2, das war grauenvoll, also ein RS, wir hatten ständig Wildschäden. Das Auto, wir haben es zwar The Beast genannt, vielleicht war das der Fehler, uns sind Rehe reingelaufen, uns sind wirklich Hühner oder irgendwelche Wildhühner durch die Scheibe vorne rein und hinten wieder raus bei 320 am Fahrer vorbei. Ja. Also in Nardo oder irgendwie ein Viech da auf der Straße, brutal. Also bei Hochgeschwindigkeitstests. Also wir hatten extrem viel Wildschäden bei dem Auto. Und da sind natürlich auch längere Reparaturen notwendig. Manchmal, das glaubt man gar nicht.
wenn da ein Fuchs reinläuft bei 200, also auf abgesperrten Strecken natürlich. Es gibt so Phasen, wo man denkt, was ist denn da los? Das war so ein 97 GT2 zum Beispiel. Aber ich meine jetzt beim 991 oder beim 992 GT3 in der Entwicklung, ich meine, da haben wir nicht ein einziges Auto verloren. Okay, ja, schon mal gut. Das sind ja, da laufen ja in der Testflotte sind ja 50, 60 Autos. Ja? Also das ist ja so die reine Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert. Wir haben ja auch Autos bei Lieferanten draußen, die uns da unterstützen. Bosch zum Beispiel, um nur einen zu nennen. Da fahren die Autos ja auch. Wir fahren ja Millionen von Kilometern. Das heißt so, dass wir mit drei Autos ein bisschen durch die Gegend fahren. Also die Testkilometer, die wir runterreißen, das ist schon viel. Und da ist jetzt also verhältnismäßig wenig passiert, muss ich sagen. Ja. Okay. Du sagtest eben auf der Nordschleife, was ja auch immer so eine Benchmark ist, da tretet ihr gegen oftmals viel leistungsstärkere Autos an. Man sagt ja immer, Porsche PS zählen doppelt. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, aber ist das so, dass die Motoren nach oben streuen so ein bisschen? Oder? Ja, ich glaube, also das Porsche PS zählen doppelt, glaube ich, kommt aus der Gesamtabstimmung vom Fahrzeug, dass wir halt aus der Leistung, die wir da reinpacken, mehr rausholen, wie es irgendwie andere auf die Reihe kriegen. Das ist, glaube ich, die eigentliche Begründung. Natürlich haben wir auch Traktionsvorteile da aus den Kurven raus und Heckantrieb und ein Motor, der drüber sitzt, der hat natürlich auch nicht nur Nachteile. Was die Leistungsangaben angeht, kann ich also nur für die GT-Autos sprechen jetzt. Ja, da sind wir konservativ unterwegs. Wir müssen zu einem recht frühen Zeitpunkt eigentlich die Leistungstypisierung machen. Und meistens ist über dann, sagen wir mal, wenn die Produktionsanlagen sich bei den Herstellern einschießen, wenn da gehen die Toleranzen ein bisschen runter und dann hast du natürlich den Einlaufeffekt noch, weil die Autos tatsächlich volle Leistung entwickeln, die nach 5.000 bis 10.000 Kilometern, das dauert eine Weile, bis die richtig eingelaufen sind. Die haben natürlich ihre Nominalleistung, die wir angeben, schon mindestens im Neuzustand, aber da kommen immer noch ein paar PS dazu. Also wenn du so ein Auto nach 20.000 Kilometer mal auf den Dyno stellst, dann wirst du merken, du bist noch mehr geworden. Also wir sind da im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten natürlich konservativ. Und statt, dass wir da zu viel angeben, weil das finde ich immer irgendwie schwierig. Ja. Für jeden GT-Besitzer jetzt mal, wie würdest du ein Auto einfahren, wenn du es abholst? Steht genau in der Betriebsanleitung. So sollte man es eigentlich machen. Es gibt immer in Foren kluge Sätze, wo drinsteht, nee, gleich kurz nur warm fahren und dann gleich auf den Kopf, dann steigt die Leistung nochmal. Also, nee, das ist absoluter Vollschwachsinn, weil wir haben bei den GT3 ist ja die Situation, dass wir da wirklich einen Rennmotor haben. Der ist ja im GT3 Cup ganz genauso verbaut. Das heißt, wir haben natürlich auch auf interne Widerstandsreduzierung stark gesetzt. Also die Kolbenringe sind dünner, das ist alles so ein bisschen mehr Leichtbau und dem tut schon gut, wenn sich die Kolbenringe schön setzen können, sag ich mal, gemäßigt eingefahren werden und nicht gleich voll auf den Kopf kriegen, wirst später mehr Ölverbrauch haben. Also das ist nachgewiesen. Also ein gewisser Einlaufvorgang, der ist sicherlich sinnvoll. Also immer schön warm fahren. Drehzahlen auch immer variieren. Ja. Es ist nur jetzt mal 3000 Kilometer 100 zu fahren, das tut dem Motor auch nicht gut. Man muss durch sämtliche Drehzahlbereiche mal durchgehen. Das kann man ab 1000 Kilometer auch mal machen, auch an die Drehzahlgrenze, wenn es nur kurz ist, wenn das Auto warm ist. Aber halt keine Dauerbelastung und auch keine hohen Momente abfordern. Das heißt, ständig im siebten Gang im manuellen Modus mit Vollgas einen Berg hochfahren bei 120, das tut dem Motor viel weher, als wenn du das mit 7000 Touren im dritten machst. Ja. Ja, also man muss dem Motor halt alle möglichen Spielbereiche mal geben und die lang genug auch anfahren, bis man merkt, dass der freier und freier und freier wird. Und das dauert halt seine Zeit. Ja. Aber prinzipiell macht man nichts falsch, wenn man die Betriebsanleitung beachtet. Okay. Du bist ja eigentlich ein großer Saugmotor-Fan, das hört man ja auch mal wieder raus und so. Und manuell, jetzt ist ja der 991 GT2 RS ein Turbo. Turbo-Abstimmung, Turbo-Loch. Also Turbo-Loch finde ich schon mal gar nicht schlecht, weil das ist irgendwie cool. Ich finde das irgendwie so ein Oldschool-Turbo, der hat was. Ja. Also wenn der mal auf einen Schlag so kommt, wenn ich den Lader pfeifen höre, wenn ich Schnauben höre, also diese mechanischen Geräusche, die ein Turbo kann, die will ich eigentlich im Auto halten. Die werden heutzutage bei den meisten Turbos einfach weggezüchtet, weil man denkt, das stört den Kunden. Dieses Abblasen und so. Ne? Das ist einfach, das gehört dazu. Ich finde, mechanische Geräusche sind Information, das ist ein Entertainment. Das darf man nicht verstecken. Und bei dem 991 GT2 haben wir das ganz bewusst in die Richtung getrieben. Ich wollte möglichst großen Lader haben auf dem Auto. Ich wollte möglichst wenig, sag ich mal, diesen geglätteten Turbo-Effekt, dass du da also so eine Drehmomentkurve hast wie Eos Rock, also bei ganz niedrigen Drehzahlen schon konstant hoch und es bleibt dann über die Drehzahl. Es ist zwar toll, aber es ist langweilig. Ich finde, mit steigender Drehzahl muss die Leistung auch entsprechend steigen und ein Turbomotor ist auch nicht unbedingt super drehfreudig meistens. Auch das wollte ich haben, dass der echt oben raus so richtig an den Begrenzer ran explodiert. Also so ein bisschen wie so ein 935er Turbo aus Rennauto aus den 80ern. So wollte ich auch, dass er klingt. Also ich wollte, das ganze Team wollte da schon ein
ganz gehörigen Abstand schaffen im Erleben gegenüber dem Turbo-Aggregat aus dem 911 Turbo. Ein tolles Auto, bester Allrounder, den es gibt, aber in einem GT2 RS erwarte ich ein bisschen mehr. Da brauche ich ein anderes Vibe dahinter, da brauche ich ein bisschen mehr Leben, da brauche ich ein bisschen mehr Vibrationen, da brauche ich ein Zischen, da brauche ich, sag ich mal, Informationen über das, was am Wastegate läuft gerade. Und dieses Schnauben ist ja eigentlich was Tolles, ja, wenn ich off-throttle gehe und so weiter. Also das wollte man da also bewusst reinerziehen. War auch gar nicht so schwierig, musste nicht reinerziehen, sondern musste einfach nur nicht wegdämpfen, weil es ist ja da. Ja. Und deswegen haben wir den Motor da entsprechend so ausgelegt, dass der wirklich jetzt nicht unbedingt untenrum gleich so viel drückt, sondern dass der mehr drückt bei steigender Drehzahl. Und das macht diesen explosiven Charakter aus. Und dieses Auto, muss ich echt sagen, es gibt kein souveräneres Auto auf der Welt wie ein GT2 RS, weil das ist einfach von der gesamten Leistungsentfaltung sowas von befriedigend. Also du meinst, wenn du mit dem GT2 RS eine Weile fährst, so muss ein Auto fahren. Und wenn du wieder in irgendein anderes Auto steigst, selbst in den GT3, denkst du, sag mal, da ist was kaputt. Das fährt ja nicht. Ja? Also es ist schon ein unglaubliches Tier und es ist trotzdem total alltagstauglich. Es hat uns keiner geglaubt, dass wir 700 PS auf die Hinterachse loslassen können. Es geht wunderbar. Ja, auch da haben wir intensivste Diskussionen geführt, ob da ein Allrad rein muss. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und Gott sei Dank konnte ich mich da durchsetzen damit. Das Auto ist was ganz was Besonderes und es wird es auch immer bleiben, weil ich glaube, dass die gesetzliche Situation, die auf uns zukommt in den nächsten Jahren, so ein Auto gar nicht mehr ermöglicht, dass man das so auf die Straße bringt, legal. Ja, auch was den Klang angeht. Also das ist schon ein absolutes, eines meiner persönlichen Super-Highlights aus meiner gesamten, sag mal, GT-Ära ist der GT2 RS, weil er halt trotz Turbo so emotional ist, so viel Spaß zu fahren macht, so befriedigt beim Fahren, also so stark mit dir verwächst und dann auch sowas von idiotisch, also im positiven Sinne schnell ist, dass du einfach auf der Autobahn nie runterschalten musst eigentlich, wenn du nicht willst gerade. Also es ist schon mit einer Geräuschkulisse noch in einer Präzision von einem GT-Auto, also eine Wahnsinnskiste, muss ich echt sagen. Ganz verliebt immer noch. Ja, es klingt leicht durch, ehrlich gesagt. Ja. Wie ist denn das Thema Aero eigentlich? Also vergleichen wir mal, ich meine, ihr habt ja immer das Problem, dass ihr durch den Heckmotor nicht so einen Diffusor hinten anstellen könnt, ab der Wagenmitte. Was ja zum Beispiel Ferrari macht, die können ja viel weniger Spoiler oben drauf machen. GT4 ja auch. Und ihr macht es beim GT4, ja, ganz genau. Da habt ihr ein Mittelmotorauto. Gefällt dir das besser, so ein Mittelmotorauto abzustimmen aerodynamisch als eine Elfer? Was heißt besser? Du musst jedes Auto abstimmen. Ich meine, klar, ein Mittelmotorauto hat da einen anderen Sweet Spot wie jetzt ein Heckmotorauto. Also die aerodynamische Balance zwischen Vorder- und Hinterachse, das, was du optimalerweise tun solltest bei einem Mittelmotorauto, also ich rede jetzt vom Cayman, ist anders wie von der Verteilung wie beim GT3 als Heckmotorauto. Wir haben mittlerweile ja auch schon ganz gut rausgefunden, wie man trotzdem Heckmotor mit entsprechender Gestaltung von der Abgasanlage auch da einen sehr, sehr gut wirksamen Diffusor hinkriegt. Natürlich nicht so, als wenn man jetzt nochmal einen halben Meter höher ziehen könnte die Luft, aber er wirkt schon also ganz gut. Ein GT3 würde sich heute anders fahren ohne Diffusor. Der hilft definitiv. Ja, und die Abstimmung vom Auto, also um einfach mal Zahlen zu nennen, ein GT3 braucht immer so 2/3 vom Abtrieb hinten und 1/3 vorne. Wobei das Abtrieb hinten zu schaffen durch einen Flügel meistens relativ einfach ist im Vergleich zu die Balance zu schaffen vorne. Deswegen entlüften wir beim RS die Radhäuser, um alles zu tun, um das Luftpolster unterm Auto wegzukriegen, ja, zu entlüften, zu ventilieren. Dass wir auch vorne so viel Abtrieb machen können, dass wir hinten so viel Abtrieb fahren können, dass das Auto wieder in Balance ist. Okay. Aber wenn du vorne limitiert bist, kannst du hinten den Spoiler anstellen, wie du willst. Dann wird das Auto nur auf der Vorderachse leicht und nicht mehr gut fahrbar. Also du musst beim GT4 eigentlich, es ist immer schwieriger vorne. Und dann musst du natürlich noch die generelle Balance angucken, beziehungsweise die Effizienz, weil Abtrieb machen kann ja jeder. Ja? Aber wenn dann dein CW-Wert in den Himmel abfliegt, ja, dann ist das Auto einfach nicht mehr sportschnell auf über 200. Ja? Dann bremst sich zu arg aus. Du musst deinen Abtrieb möglichst umsonst kriegen. Ja? Oder mit wenigst möglichen Einbußen an Luftwiderstand. Und das ist dieses Hin- und Herspielen, was man da im Windkanal macht, wo man immer neue Ideen bringt, vom Unterboden bis über Rathausentlüftung, bis über Air Curtains vor den Vorderachsen. Das geht in die Felgen, in die Felgenoptik rein. Das sind die Sideplates hinten an den Flügeln, die wirklich auch aerodynamisch was machen. Dann musst du aber gleichzeitig noch die Luft in den Motor reinkriegen. Also Aerodynamik ist wirklich eine interessante Geschichte. Also da muss man schon. Und da haben wir natürlich mit den Motorsportleuten die Besten an der Hand, die wir uns wünschen können. Weil die wissen, wie es beim Rennauto funktioniert und die sind da immer natürlich super eager, noch mehr Aero zu holen. Ich muss die immer abbremsen und sagen, hey, das machen wir jetzt nicht, weil es sieht echt scheiße aus. Entschuldigung, so ein Sideplate mache ich nicht an das Auto, die Leute machen es weg, weil es ist nicht schön. Also da muss man immer wieder ein bisschen die Ästhetik im Kopf haben. Und das ist dann immer so ein bisschen diese,
diese Antipode zwischen Studioleuten, also unseren Designern und den Aerodynamikern. Also wenn ein Aerodynamiker ein Auto machen lässt, dann kommt ein McLaren Senna raus. Ja. Und den ging, der mag zwar gut fahren, aber schön ist das ja nett. Ja. Also, und ich finde, bei einem GT-Auto ist mir echt wichtig, egal was es für eins ist. Ich muss, wenn ich ausgestiegen bin und von dem Auto weglaufe, eigentlich mich nochmal umdrehen, weil ich es nochmal angucken will. Es muss schön sein, es muss ein schönes Rad haben, es muss einen schönen Pitch haben, dass es so dann vorne ein Stück tiefer ist wie hinten. Das darf auf keinen Fall zu hoch sein oder ein Rad darf nicht zu tief im Rathaus sein. Ja. Es muss auch von der Spoiler, vom Sidebay, es muss eine gewisse Neigung nach vorne haben. Ich bin da ganz picky bei sowas. Ja. Also ich weiß, die Studioleute, die in so einem Designprozess, die hassen mich wahrscheinlich, weil ich ständig nicht zufrieden bin und da noch was sage und hier noch was sage. Aber meistens habe ich halt, ich hab immer recht, sage ich jetzt. Und das ist halt der große Challenge, dass du halt das Auto aerodynamisch gut hinkriegst. Ja, und die sind alle super Kisten gewesen für ihre Zeit, werden auch immer besser. Und trotzdem ästhetisch einfach ein wunderschönes Auto hast. Und das ist ganz arg wichtig, weil wer braucht denn einen GT3? Kein Mensch, aber jeder will einen haben. Und da wird das Auge halt auch belohnt, wenn ich da in die Garage gehe und das Ding steht da und denkst, boah, ist der schön. Ja, und der muss funktional sein, aber es darf nicht nur formvolles Function sein, sondern wir müssen einfach dafür kämpfen, dass wir das, was funktional ist, auch so darstellen und designen, dass es schön aussieht. Und da haben wir natürlich auch bei Porsche ein super Design-Team, muss ich sagen, absolut. Also ich arbeite in dieser Projektphase wahnsinnig gern am Auto. Wenn du dann so siehst, wie dann die Optik entsteht und die Leute auch echt begeistert sind und die hören uns dann auch zu. Also da haben wir echt eine super Kollaboration mit den Designern. Das macht richtig Bock. Und die sind ja alle gaskrank. Das ist das Schöne. Wo du sagst, man muss sich nach so einem Auto immer noch mal umdrehen. Da gibt es ein Auto, wo es mir immer so geht, ist der Carrera GT. Ja. Der vereint ja, finde ich, auch alle Tugenden, die wir jetzt hier eigentlich seit anderthalb Stunden predigen. Ja. Also Handschaltung und alles fantastisch. Wie gern würdest du noch mal irgendwie sowas entwickeln? Also 10-Zylinder oder also wirklich was so ganz outstanding? Ja, also zunächst muss ich sagen, ja, Carrera GT ist auch eins meiner absoluten Favorites, immer noch. Ja, auch was das, sagen wir, Gefühl im Auto angeht, das Geräusch, das Package, wie ich drin sitze, wo der Schalthebel ist und wie das ganze Ding aussieht, wie es sich anfühlt, ist einfach super geil, immer noch. Schon eine Weile alt jetzt, aber hat überhaupt nichts an Aktualität verloren, sieht auch nicht alt aus, fühlt sich nicht alt an. Saugmotor 5-7 Liter, ich liebe dieses Auto. Also ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren waren die mal echt günstig. Da saß ich mal beim Freund in Miami, haben wir irgendwie so durchs Internet gestöbert und da war ein indisch-roter Carrera GT für $250.000. Da haben wir gesagt, Mensch, hey, wenn man das Geld jetzt hätte. Das ist ja so ein geiles Auto. Jetzt heute gehen die für 1,5 Millionen weg, die Dinger. Wahnsinn. Ja, nee, würde ich sowas gern machen, selbstverständlich, klar. Ich muss zugeben, ich bin jetzt echt happy, dass wir für das, was jetzt in den nächsten 3-4 Jahren von uns kommen wird, echt die Auftragsbücher so voll haben und auch echt riesen Bock haben da drauf, weil das sind super Dinger. Allesamt, die werden die Volksgeschichte sicherlich weiter so fortschreiben, auch mit der Steigerung, die wir gerade jetzt eigentlich von Jahr zu Jahr sehen. Also wir sind damit sehr gut beschäftigt. Ein Carrera GT nochmal zu machen, wäre natürlich ein Traum. Absolut. Ich bin mir bloß bewusst, dass unter den Rahmenbedingungen, die wir gesetzlicher Natur gerade haben, sowas wahrscheinlich auch gar nicht mehr ging. Mhm. Also in dieser puren Form. Eine sehr, sehr große Herausforderung. Würde mir aber Spaß machen, ja. Aber mich fragen da so viele Leute auch in Podcasts und auf der Straße. Das Gerücht geht rum, es gibt einen neuen Carrera GT. Also, ich wüsste nicht wo. Bei Gordon Murray. Ist Mindgames. Ja, schönes Auto, toll. Ja, aber das ist natürlich auch ein Auto, was jetzt einmal nicht unter den Regularien eines OEMs entwickelt worden ist. Ja, mit einer super Ultra-Kleinserie, da kannst du sowas machen. Aber so Autos werden immer Platz haben. Unser Firmengründer hat dann umsonst gesagt, das letzte Auto, was gebaut wird, wird ein Sportwagen sein. Sehe ich auch so. Ich glaube, dieses individuelle Thema Sportwagen, das wird immer, immer aktuell bleiben. Die müssen immer schnell sein, müssen immer emotional sein. Das ist einfach des Menschen, ich sage jetzt nicht des Mannes, Spielzeug, weil man haben viele Mädels, die solche Autos gerne fahren und steigernde Zahlen in der Kundschaft ausmachen. Also das macht immer Sinn, sage ich mal, wenn man es sich leisten kann als Unternehmen, rein von einem Business Case her und natürlich auch von der Workforce, die es machen muss. Aber um dich klar zu beantworten, klar würde ich das gerne machen. Aber ich mache es gerade nicht. Okay. Gehst du noch manchmal durchs Museum und holst dir so Inspiration und sagst, Mensch, das haben die damals. Oder entdeckst noch Sachen an alten Rennwagen oder Autos von euch, wo du sagst, das müssten wir jetzt auch nochmal wieder aufgreifen. Also ich bin ab und zu gerne im Museum. Und wenn es nur auf dem Weg ist, in unserer Schnitzelfabrik oben, unser Steakhouse Christophorus, gerne auch mit Kunden ab und zu. Und ich gehe auch immer durch und stehe immer vor den Autos. Und ja, ich lasse mich da gerne inspirieren. Sehe aber auch mittlerweile immer mehr von meinen eigenen Autos im Museum.
Das ist auch schlimm, ne? Ein bisschen alarmierend. Ja, ja. GT-Ausstellung hier, GT-Ausstellung da. Ja, ist schon so. Aber wir sind da jetzt, ich bin da jetzt nicht so. Also die Ideen für die Autos, die kommen eigentlich jetzt nicht nur aus der Historie geflogen, sie kommen einfach so geflogen. Können da teilweise von Kollegen kommen, die eine Idee haben oder von auch einer anderen Marke, die irgendwas ansatzweise umsetzt, wo man sagen, hey, das treibe ich weiter. Das ist eigentlich kein Prozess, wo ich sage, heute setze ich mich hin und überlege mir was. Das kommt geflogen beim Zähneputzen, beim Einschlafen, unter der Dusche. Das sind so Themen, die, du bist ja nie ganz off-duty in so einem Job. Du bist ja immer am Rumfantern und bist immer irgendwie mit Leuten in Kontakt, die solche Autos besitzen oder Interesse dran haben. Also das ist mehr so ein gesamtes Thema, das bewegt, das streift das ganze Leben, dein ganzes Privatleben mit. Gibt es irgendeine technische Spielerei, wo du dich noch mit Händen und Füßen gegen wehrst? Zum Beispiel so Drift-Modi? Wir haben das nicht. Halte ich auch für relativ. Also ich finde, der beste Driftautomat ist der rechte Fuß und beide Arme und ein bisschen was im Kopf, dass es weiß, wie das Auto sich bewegt. Ich muss auch ehrlich zugeben, es tut mich schwer, das jetzt zu bewerten, weil ich bin jetzt zum Beispiel diese Driftmods im Ferrari noch nie gefahren. Ich finde auch, ein Auto bei Trockenheit zu driften, das tut mir körperlich weh, was ich dem Material da antue damit, sei es Reifen und Achswellen und alles, was da mitkämpft. Ich finde es auch jetzt nicht das Erstrebenswerteste der Welt, dauernd quer zu fahren. Ich meine, da gibt es auch draußen Journalisten, die bewerten ein Auto eigentlich nur danach, wie gut es quer fährt. Ja. Weil es halt auch spektakulär ist, weil es in Instagram die meisten Points gibt, aber ein Auto muss erst wieder schnell sein und präzise. Aber leicht quer zu fahren heißt auch, es ist dann leicht in den instabilen Fahrzustand zu bringen. Das ist ja nicht unbedingt das, was man wünscht, ja, in einer Situation, wo man vielleicht mal was falsch macht und es ist nass und so weiter. Mir macht es Spaß, ich kann es auch ganz gut, muss ich sagen. Mach's auch gerne, wenn es nass ist, weil da weiß ich, tue ich im Auto nicht so weh. Und ich mache es natürlich auch abseits öffentlicher Straßen, aber da eignet sich ja unser Skidpad ganz gut in Weissach. Das ist schon dann manchmal spaßig. So eine Funktion da reinzubringen, das könnte man natürlich tun. Das gibt auch unsere gesamte, Sensorik her, jetzt schon. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir einfach das nicht provozieren wollen, dass die Leute jetzt mit den Autos rumdriften, weil es wird dann meistens dann doch auf der öffentlichen Straße an falschen Orten gemacht. Und ich glaube, unsere Kunden fordern sowas gar nicht. Ich habe vorher die Kundenumfrage angesprochen. Ich glaube, da haben wir das sogar abgefragt. Da haben die meisten gesagt, wieso, kann ich doch selber. Ja, ist doch viel befriedigender, wenn man das ohne Automat kann. Ja, also halte ich jetzt für ein Feature, das ist ein bisschen Marketing, ganz ehrlich. Also Das sind wir zu ehrlich und zu echt dazu. Das würde ich jetzt nicht unbedingt forcieren, so eine Funktion. Also das klingt doch ganz nach dem, was wir uns alle wünschen. Und ich glaube, die Umfrage, die hättest du auch unter meinen Hörern machen können, eure Kundenumfrage. Und das sind wirklich Autos, die noch nach diesem alte Schule-Motto, um das mal wieder aufzugreifen, gebaut werden. Hier steht einer, der gefällt mir besonders, der nämlich genau mein Logo blau. Riviera Blau. Riviera Blau, ganz genau. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter. Oh. In welchem Auto und auf welcher Strecke? Wenn es nur 50 sind, muss man sich irgendwas aus, was möglichst lang rollt. Ein Hybrid, ne? Irgendwie aus der Aussage. Muss ich da ein Auto nehmen, mein eigenes? Nein, irgendwas. Egal, was dir auf der Welt einfällt, musst du es auch nicht besitzen. Du hast einen Dodge Ram, Mensch, die 50 Liter, das ist das Warmlaufen vom Motor, sind die weg. Ach, das ist gar nicht so schlimm, der ist in den Mond übersetzt. Der hat 8 Gänge, da fahre ich 140 mit 1200 Touren. Die letzten 50 Liter kippe ich in einen Carrera GT. Und fahre damit wahrscheinlich entweder irgendwo in den Bergen, in den Pyrenäen rum. Oder ich fahre, und jetzt wirst du lachen, auf der Schwäbischen Alb, eine Stunde von hier. Da gibt es Strecken, Leute, das könnt ihr nicht glauben. Gott sei Dank weiß es niemand, sonst wäre das ein Wallfahrtsort. Ja. Wunderschön, ich liebe das. Ja. Schwarzwald hat auch ein paar gute Strecken, aber da ist meistens dann doch ein bisschen mehr Verkehr. Also Schwäbische Alb oder Pyrenäen, Carrera GT, 50 Liter. Bitte aber, wenn das Wetter schön ist. Dass ich offen fahren kann. Andi Preuninger, Mensch, das hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Gerne wieder. Wir hätten noch mehr zu erzählen, glaube ich. Ich glaube auch. Das war Andi Preuninger Teil 2 und ich habe das Gefühl, ich war nicht zum letzten Mal bei ihm. Den elferspot.com-Link mit allen GT-Porsche, die er entwickelt hat, vom letzten Mal, den habe ich euch auch nochmal in die Shownotes getippt. Lange müsst ihr übrigens nicht warten, bis wir uns wieder hören. Am Montag gibt es hier Teil 2 vom Alte Schule Spezial. Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende. Das zugehörige Buch gibt es bei mir im Shop auf alteschule.tv. Wir hören uns am Montag. Bis dahin, schönes Wochenende. Bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.